Folge. Ich habe euch ja in der letzten Folge nicht gesagt, wer mein Special Guest in der heutigen Folge sein wird, weil es ja mit meiner Liste ein bisschen durcheinander war. Aber ich kann euch nur noch sagen, dass ich in der Folge einen richtig coolen Gast dabei habe. Und zwar ist das die Jacqueline. Hallo. Hi. Für die Leute, die nicht wissen, Jacqueline hat in der 8. Staffel mitgemacht. Jacqueline ist einer der Kandidatinnen von damals, die mir immer noch im Kopf hängen geblieben sind. Aber ich würde mal sagen, ich würde ein bisschen Jacqueline ausfragen aus ihrer eigenen Staffel, so ein bisschen. Wenn du dich an deine Zeit zurückerinnerst, gibt es Lieblingsmomente, wo du dich gerne zurückerinnerst? Definitiv, ja. Also einmal ganz klar das Filmshooting in Dubai. Ah, ja. Daran erinnere ich mich immer noch wahnsinnig gern zurück. Das war einfach das Kleid, was ich anhaben durfte, dann die Location. Das, naja, gut, als wir mit Rick Janis geshootet haben, also Zombie Boy, das war natürlich auch super cool, das Shooting. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ansonsten Favorite Moment eindeutig, als ich mit Heidi shoppen gehen durfte. Ach ja, stimmt. Das ist schon so lange her, dass ich es vergessen habe. Also Jacqueline hatte damals die Ehre gehabt, mit Heidi shoppen zu gehen. Ich glaube, warst du die Einzige oder? Du warst die Einzige, oder? Danach in irgendwelchen Staffeln durften noch mehrere Mädels mit einkaufen. Aber ich glaube, in der Staffel bei dir durftest du mit ihr shoppen gehen. Und die Shootings sind nicht mehr so krass wie früher, muss ich sagen. Aber so Staffel 7, 8 und 9, das waren meine Lieblingsstaffeln. Also diese drei Staffeln waren einer meiner Lieblingsstaffeln. Und Jacqueline war ja auch in der letzten Staffel dabei, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, da habe ich mich richtig gefreut, dass ich nochmal mit dazukommen durfte. Also das war auch echt cool. Beim Finale haben wir alle zu Hause jetzt von zu Hause aus ja geguckt und dann sehen wir so, alte Kandidatinnen kommen wieder zurück. Und dann sehe ich so, oh mein Gott, Jacqueline ist wieder da. Und das war auch wirklich wieder so ein Moment, so alte Momente kamen wieder hoch. Ja, verfolgst du denn die Folgen dieses Jahr? Na klar, immer noch mit meiner Mutter, meiner Schwester. Donnerstagabend sitzen wir alle zusammen und gucken Germany's Next Topmodel. Ja, ganz wichtig, wir werden ja in der Folge die Videotakes ja bewerten. Tut es, wenn uns das gefällt, gut, wenn uns das nicht gefällt und tu gut, wenn wir nicht sicher sind, ob es gut oder schlecht ist. Und ganz neu in der Staffel machen wir ja unseren Shoot ganz am Ende. Ganz wichtig, schaut bis zum Ende. Ich verrate euch am Ende, wer mein Special Guest für die nächste Folge ist und ein Spoiler wie immer. Fangen wir mal an mit der ersten Performance, und zwar mit Romina. Also ich war mir, die ersten paar Sekunden war ich mir unsicher, was ihre Emotion ist, ob sie jetzt wütend oder traurig war, als sie reinkam. Aber dann, finde ich, hat sie wirklich gut reingefunden und ich fand es sehr beeindruckend, dass in ihrem Take so eine Spannungskurve drin war. Ja. Also es hat eben angefangen, man war sich nicht ganz sicher, was ist ihre Emotion, und dann am Ende war es eindeutig. Genau. Und dann, also ich fand sie sehr stark tatsächlich. Ja. Und auch vom Look her, auch wenn das so ein bisschen oldschool-mäßig war. Ich fand den Look ein bisschen cool. Die hatten ja diese komischen Haare so gehabt. Das ist mal was ganz anderes. Also stand Romina auch. Ja, zu Rominas Performance kann ich eigentlich sagen, es ist ein Tut. Es ist sehr gut geworden. Und bei dir? Was denkst du? Sehe ich ganz genauso. Auch ein Tut von mir. Was sagst du denn zu Lilianas Performance? Fand ich super. Yeah. Also ich hätte es gar nicht erwartet. Ich finde immer, sie bei ihr ist man ein bisschen unsicher, wie das dann am Ende wird. Genau. Aber es war super. Vielleicht auch dadurch, dass Romy ihr vorher gesagt hat, dass sie geht, sie wirklich super in diese traurige Emotion reingefunden hat. Aber es war... Ich saß gestern hier und dachte mir so, oh wow, das habe ich jetzt wirklich nicht von Liliana gedacht, dass sie da so diese Trauer, also die Emotion Trauer so gut repräsentieren konnte. Ja, ich gebe Liliana für die Performance einen Tut tatsächlich. Ja, von mir auch wieder. Ganz klein Tut. Sehr gut. Dasha. Ich fand es toll, dass sie dann Gitarre gespielt hat. Ich fand sie sehr gut auf Otto eingegangen und hat mit ihm mitgespielt praktisch. Aber für mich hätte es ein Stück früher wieder hochgehen können oder im Sitzen oder ähnliches. Also das Liegen fand ich einfach nur ein Stück zu lang. Kann aber trotzdem auch nur ein Tut geben. Und ja, bei dir? Von mir auch wieder ein Tut. Und ich würde dir auch zustimmen, dass Euphorie definitiv das Schwerste war. Genau. Das wäre mir auch am schwersten gefallen zu spielen. Dann die nächste wäre Ashley. Ich fand es schwierig. Der zweite Take war definitiv besser als der erste. Beim ersten war das fast eher ein bisschen genervt. Also es wirkte für mich eher genervt als wirklich wütend. Und dann eben regelrecht ausfallend, wie sie dann mit den Sachen geschmissen hat. Das war mir ein bisschen zu viel. Deshalb fand ich den zweiten Take sehr viel besser. Sie hat mir auch ein bisschen leid getan, weil sie hatte diese Angst gehabt, so, oh, ich bin ja einer von den ruhigen Leuten und ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Emotion halt wiedergeben sollte. Und ich glaube eher, dass sie sich so sehr sich da rein versetzt hat, dass das in dem ersten Take ein bisschen zu krass wurde, was man dann auch gesehen hat. Aber wie du es auch gesagt hast, den zweiten Take fand ich von Ashley besser, aber trotzdem ist sie eher so ganz okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich Ashley geben soll.
Ich weiß nicht. Ich denke, ich gebe ihr ein Two-Beat. Also es ist so ganz okay. Okay, bei mir wäre es tatsächlich ein Boot. Okay. Ich mag sie an sich, aber bei der Performance im Vergleich zu den anderen fand ich es zu schwach, um da noch im Mittelfeld das einzuordnen. Dann gehen wir mal weiter zu Alex. Alex hatte Euphorie, damit für mich das, was am schwersten war. Das, ich fand sie jetzt sehr lustig, sehr locker gespielt. Man wusste auf jeden Fall sofort, was ihre Emotion war, als sie reinkam. Das fand ich auch richtig cool. Sie kam so aus der Tür und hat sie direkt diesen Move gemacht. Und dann hat sie schon alles schon in diesen Bann reingezogen. Und dachte mir so, okay, sie hat es wirklich locker. Es ist wirklich locker angegangen und ja, war wirklich richtig cool. Alex kriegt auch wieder einen Tut von mir tatsächlich. Von mir auch. Von mir bekommt sie auch einen Tut. Anna hat mich überrascht, weil sie wirklich geschrien hat. Man kennt sie ja sonst eher immer mit einer leiseren, ruhigeren Stimme. Ich denke, sie ist auch eher so im Mittelfeld. Sie ist jetzt nicht die Beste, aber jetzt auch nicht die Schlechteste. Und von daher gebe ich Anna ein Tut. Und bei dir? Von mir kriegt sie noch ein Tut tatsächlich. Okay. Weil sie mich überrascht hat, weil sie eindeutig gewachsen ist und das jetzt besser gemacht hat, als sie es wahrscheinlich am Anfang der Staffel gemacht hätte. Okay. Was sagst du zu Luca? Sie hat einen Ebenenwechsel drin. Wir haben Ausschnitt gesehen, wo sie eben gesessen oder gehockt hat. Fand ich passend zu ihrer Emotion. Insofern fand ich die Performance da in der Hinsicht, zumindest das, was wir gesehen haben, positiv. Ich muss aber ehrlich sein, ich kann mich an Luca, glaube ich, nicht erinnern. Oder? Ich weiß. Das war tatsächlich nur eine Szene, wo sie eben vor der Theke auf dem Boden hockt. Ja. Und hätte ich ihr jetzt einen Tribut gegeben, weil man einfach nicht weiß, wie der Rest des Takes war. Okay. Ich glaube, ich gebe ihr auch ein Tribut. Da höre ich mal auf Jacqueline, weil ich kann mich an diese Szene einfach nicht erinnern, um ehrlich zu sagen. Aber ja, ich gebe Luca auch ein Tribut. Jasmin muss ich tatsächlich für die Woche ein Tribut geben. War es mir einfach zu viel, insofern würde ich da wahrscheinlich auch ein Gut geben. Was sagst du zu Lins Performance? Fand ich eine solide Leistung, gut, sie hat ihren Schuh geworfen, das ist immer nicht ganz so meins, das finde ich immer ein Stück zu viel, wenn das passiert ist, aber sie ist definitiv laut geworden, sie war gut in ihrer Rolle und... Ich habe solide, wollte ich sagen. Solide meinte ich. Also Solins Performance war auch sehr gut. Ich habe da auch wirklich nichts auszusetzen. Was sagst du zu Larissas Performance? Gebe Larissa ein Tut tatsächlich. Es war okay, es war gut. Und bei dir? Bei mir kriegt sie ein Tut. Was sagst du denn zu Elisa? Ich habe Elisa schon vergessen. Ich denke, ich gebe Elisa für die Performance ein Gut tatsächlich. Also es hat mir nicht gefallen, um ehrlich zu sagen. Und bei dir? Von mir bekommt Elisa auch ein Gut für die Performance. Wer war denn für dich die beste Performance? Für mich war die beste Performance diese Woche Liliana tatsächlich. Weil es so nuanciert war, wie sie ihre Traurigkeit gespielt hat. Ich habe auch überlegt, meinen Shoot an Liliana zu geben und den gebe ich auch an Liliana, weil wirklich, sie hat mich diese Folge hundertprozentig überzeugt beim Shoot und auch beim Elimination Walk, da hat sie auch wirklich sehr viel Spaß gehabt. Dann frage ich dich mal direkt, welche sind denn deine Favorites, also bis jetzt? Also hast du drei Favorites, wo du sagst, oh, die würde ich jetzt schon voll gerne im Finale sehen? Damit tue ich mich immer so wahnsinnig schwer, da irgendwie was zu sagen. Ja. Also ich muss sagen, von der Performance eindeutig Soline, weil sie immer stark ist, weil sie auch so viel Ehrgeiz hat, sie möchte das auch wirklich, das merkt man einfach. Dann tatsächlich jetzt im Moment würde ich Dasha und Romina dann noch nennen. Bei mir hat sich halt bis jetzt immer, okay, obwohl, ich habe seit Anfang an, habe ich Alex und Romina gesagt, die waren immer in meiner Top 3. Die sind immer noch in meiner Top 3, aber ich muss sagen, seit letzter Folge ist Liliana bei mir jetzt auch ein bisschen reingerutscht. Ich weiß nicht warum. Sie war nicht von Anfang an die Stärkste, aber irgendwas zieht mich da an, dass ich so ein Liliana-Fan bin. Auf dem Catwalk ist sie wirklich sehr stark. So, dann geht es ja zum Spoiler der Woche. Ich verrate euch, wer in der nächsten Folge rausfliegen wird und es nicht in die Top 10 schaffen wird, was ich schon ein bisschen schade finde. Ja, Jacqueline, bist du denn gespannt? Willst du hören, wer rausfliegt nächste Woche? Ja, klar, auf jeden Fall. Okay, nächste Woche wird Larissa leider rausfliegen und wird es nicht in die Top 10 schaffen. Larissa wird beim Shooting, nächste Woche ist ja das Shooting mit Christian Schuller und da wird sie sehr, sehr starke Probleme haben, ihre Gesichtsausdrücke in dieses Shooting so gesagt zu widerspiegeln und bekommt dann Kritik von Heidi
und wird es leider nicht schaffen in die Top 10. Was ich sah, sehr schade finde, weil sie war ganz cool soweit. Und zu meinem Special Guest für die nächste Folge. Das ist wieder eine Kandidatin aus einer etwas älteren Staffel. Ich glaube, das war... Du kommst ja aus der 8. Staffel. Ah, okay. Perfekt. Dann ist das aus der 9. Staffel. Das ist die Staffel, wo Stefanie Giesinger gewonnen hat. Da wird die Karlin, genau, sie wird halt nächste Woche dabei sein. Da bin ich auch mal gespannt. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich jedes Mal. Vor allem ich, der damals so die Folgen geschaut hat, jetzt mit den Mädels halt wieder zu drehen, ist wirklich doch mal so, oh, so ein Fan-Moment einfach. Das war die Folge 10. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei Jacqueline, dass du heute dabei warst. Und ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Es hat mir sehr gefallen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne, gerne. Und wenn du Bock hast, kannst du immer wieder gerne auch dabei sein, weil ich weiß, Jacqueline ist so ein GNTM-Pro und sie schaut ja auch immer die Folgen. Von daher weiß sie auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal in welchen Folgen ja wieder. So, das war die Folge 10 mit Jacqueline und sehen uns in der nächsten Folge mit Karlin. Und ja, wir sehen uns dann. Ciao!